Jo, servus. Heute möchte ich euch den Hauptgrund zeigen, warum ich nie Brückenrinde benutze in meinen Videos. Das hat eigentlich den einfachen Grund, deshalb. Seht ihr das? Seht ihr das? Wie die Leute hier einfach reinschneiden, weil sie das bei irgendeinem scheiß YouTube-Video gesehen haben. Und es tut mir leid, dass ich das jetzt so ausdrücke. Aber es muss doch nicht sein, oder? Und deshalb benutze ich in meinen Videos keine Birkenrinde. Erstens halte ich nicht viel von der Birkenrinde. Ich gehe mehr auf trockene Gräser, die finde ich öfter als Birkenrinde. Und zweitens, einfach ich will das hier nicht weiter verbreiten, nicht weiter fördern. Die Leute merken sich das und dann schneiden sie Sachen in die Bäume rein. Ich meine, bitte, das ist ja nicht normal. Da haben die Leute echt einen Schuss nicht gehört. Und deshalb nutze ich nie Birkenrinde, auch außerhalb der Videos nicht. Ich nutze sie einfach nicht. Es ist unnötig. Hier, oder schaut mal, was die Leute, ich meine, das hat jetzt nichts mit der Birke zu tun. Aber schaut mal, bitte, ist ja nicht normal. Ist ja nicht normal. Und wenn man Birkenrinde, dann bitte so behandelt man die Birke. So. Na, schaut ihr mal, schaut mal. Hier. Na, hier. So macht man das bei der Birke ab. Nicht so, Leute. Das könnt ihr bei einer toten Birke machen, die schon am Boden liegt. Aber doch nicht bei einer lebenden, bitte. Und deshalb, wie gesagt, ich bin ein Gegner des Tundermaterial, Birkenrinde. Birke wächst sowieso nicht überall. Und ja, sie brennt gut, aber leider. Wozu muss man hier Birkenrinde nehmen, bitte, Leute? Wozu? Wozu? Seht ihr das? So viel trockenes Gras. Wozu muss man hier denn die scheiß Birkenrinde raushängen lassen? Sorry, dass ich fluche, Leute. Aber bitte, hier, Leute, schaut mal, schaut. Seht ihr das? Das habe ich hier gepflückt. Hier. Da muss ich keine Birke dafür kaputt machen. Ganz einfach. Bitte, lasst den Blödsinn mit der Birkenrinde. Und ihr müsst auch nicht solche Gräser haben. Wenn ihr wollt, ich zeige euch im Video, ich werde da vorne im Wald, meinetwegen, wenn ihr wollt, trockenes Material finden. Ich werde auf jeder Wiese trockenes Material finden. Ich werde überall trockene Gräser finden. Da brauche ich keine Birke und auch keine Kirsche, die, ja, blöd, dass ich es auch noch sage, die fast genauso gut so brennt wie die Birke. Nicht ganz, aber fast. Da muss man das nicht kaputt machen. Das ist idiotisch, das ist lächerlich, das ist sinnlos. Ja. Und jetzt drehe ich ein ekelhaftes Video. Bis gleich. Also bis gleich nicht, aber ihr werdet das Video dann, denke ich, morgen sehen. Den Bart, den lade ich jetzt heute hoch gleich. Und da haben wir übrigens einen ganz gemeinen, bösen Kampfhund. Kampfhund, die... Ah, ist ein ganz lieber, ganz feiner. Bis zum nächsten Video. Tschüss.